Hi, ich bin der Kai von Somat Outdoor. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute sehen wir uns mal am Wasser. Ich hoffe, dass Ton und Bild okay ist, weil ich nehme mit der GoPro auf. Weil ich jetzt heute mit dem Kajak unterwegs sein werde. Und da, ich habe zwar eine andere Kamera noch dabei, aber die nutzen wir erst später, wenn ich wieder angelandet bin. Dann auch, wenn ich euch das Boot vorstelle. Jetzt schaue ich mal, dass ich ins Wasser komme, weil hier ist Hochwasser, das heißt, das Wasser steht sehr, sehr hoch und ich muss mal schauen, wie ich das, den riesen Kübel da ins Wasser kriege. Das wird sportlich. Ich melde mich nachher nochmal. Ich paddel jetzt erstmal, weil ich bin hier in Bingen und paddel Richtung Bad Kreuznach und ich suche mir jetzt unterwegs ein schönes Plätzchen und da stelle ich euch das Boot vor. Wieder an Land. Ich bin gerade mal, 2,54 Kilometer gepaddelt, flussaufwärts. Die Strömung, die ist der absolute Wahnsinn, weil bei uns hat es hier die letzten Tage sehr, sehr viel geregnet. Dadurch ist hier eine Strömung ohne Ende. Ich komme gar nicht vom Fleck. Ich habe mich jetzt mal hier an Land geschafft. Das war auch ein größerer Akt, weil sobald ich aufhöre zu paddeln, geht es rückwärts Richtung Rhein. Also das ist der absolute Hammer, was wir da für eine Strömung in der Nahe haben. Ich bin jetzt mal an Land und mache mir jetzt mal einen Kaffee und dann erzähle ich euch ein bisschen was über mein Seekajak. Geht doch nichts über einen leckeren Cowboy-Kaffee. Jetzt erzähle ich euch kurz noch was über das Kajak. Ich hatte bis letztes Jahr ein Luftkajak, ein Gumotex Framura. Ich war mit dem auch eigentlich ganz zufrieden, aber mein Ziel ist es, beziehungsweise was ich gern machen würde, ich will nach Skandinavien und will dort vor der Küste so ein bisschen von Insel zu Insel tingeln und auf der See oder auf dem Meer ist das Gumotex Framura natürlich nicht geeignet. Und deshalb habe ich mich umgeschaut nach einem bezahlbaren Seekajak und habe das hier gekauft. Das ist ein günstiges, das ist auch PE, der Werkstoff ist PE. Das Tolle bei diesem Boot ist, es ist direkt die Ruderanlage dabei. Wir haben eine Länge von 5,20 Meter. Dadurch läuft das Boot richtig ruhig.
Ich bin heute ja hierher gegen die Strömung gepaddelt und das hat sich richtig gut angefühlt. Auch wenn es ein bisschen unruhig wurde, das hat dem Boot gar nichts ausgemacht. Wir haben hier zwei kleine Fächer, quasi vorne eins, direkt vor dem Sillrand. Da kann man Sachen reintun, wie die Kamera oder irgendwas, was man halt schnell braucht oder wo man schnell dran muss. Und dann hat das Boot noch hinten und vorne zwei große Fächer. Kann man einiges reinpacken. Also für eine Mehrtagestour ist das Boot absolut geeignet. Für zum Hantieren hat das Boot vorne und hinten zwei richtig massive Griffe. Das ist echt toll. Und was ich auch richtig gut finde, diese Gummis hier, die ziehen sich komplett über den ganzen Rumpf bis nach hinten. Du kannst also im Rumpf eine ganze Menge Gepäck platzieren und auch auf dem Rumpf noch Gepäck festmachen. Ich habe zum Beispiel hinten den Wagen, dass ich das Boot, wenn ich das zum Wasser bringen muss oder wenn ich umsetzen muss, habe ich den Wagen hinten drauf befestigt. Das ist richtig toll. Die Ruderanlage ist auch sehr massiv und auch auf die Beinlänge einstellbar. Bei dem Gumotex Framura waren das einfach so zwei Plastiklappen mit Seilen dran. Also das war nichts Besonderes. Aber hier, das ist echt gut. Der Sitz ist auch schön und gut einstellbar. Der ist sehr, sehr bequem. Alles Weitere werde ich... Ich werde noch mal in ein paar Monaten noch mal ein Video drehen, wenn ich ein bisschen öfters mit dem Boot gefahren bin und ein bisschen Erfahrung mit dem Boot gesammelt habe. Dann kann ich euch sehr wahrscheinlich auch noch mal mehr erzählen. Jetzt mache ich mich gleich wieder auf den Weg, auf den Heimweg, wieder zurück. Ich hätte nicht gedacht, dass wir momentan so eine starke Strömung haben in der Nahe. Das heißt, mein Plan von Bingen nach Kreuznach und wieder zurück können wir heute abhaken. Da habe ich viel zu wenig Zeit für. Ich packe jetzt wieder zusammen und dann geht es wieder in die andere Richtung, Richtung Bingen. Ich bin in Bingen angekommen. Das ging jetzt schneller als gedacht, weil es halt mit der Strömung war. Bin mit der Strömung gefahren. Das war jetzt ein ganz kleines, kurzes Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Es war mein erstes Video auf dem Wasser. Ich habe viel rumprobiert und für das erste Video war es, glaube ich, ganz okay. Und zum Boot gibt es auch in ein paar Monaten nochmal ein Review.
wenn ich mal öfters damit gefahren bin und habe da ein bisschen mehr Erfahrung mit dem Teil. Momentan bin ich da noch sehr unbeholfen auf dem Wasser. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn euch mein Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und auch gerne das ein oder andere Kommentar. Ich freue mich immer drüber. Dann macht's gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Kai von Sonnwald Outdoor. Ciao.